Nimm mal, nochmal. Okay, genug. Typisch. Eine Klingel und ein Gästebuch. Okay, was haben wir sonst noch? Da ist nichts. Betrachte ich Kamin. Ich frage mich, warum Sushi zu dieser Jahreszeit ein Feuer angezündet hat. Besonders in der Wüste. Gewehre, nimm Gewehre. Es sind keine richtigen Gewehre. Attrappen würden mir überhaupt nichts nützen. Bei dem Wetter? Ich bin doch nicht verrückt. Okay, sonst kann ich hier wirklich überhaupt nichts mitnehmen? Okay. Nein, ich glaube nicht, dass es mir etwas... Und ich denke gar nicht daran, nochmal durch das Bergwerk zu stapfen. Okay, okay, okay. Ah, Douglas will der Krater. Hä? Was zum... Ich kann es nicht glauben. Joshuas gesamte Sachen sind verschwunden. Ich versuche gar nicht erst, es zu verstehen. Dieser Ort beginnt mir mehr als Respekt einzuflößen. Ich verschwinde auf der Stelle von hier. Von jetzt an werde ich versuchen, mich von ihr fernzuhalten. Also ist dieser Teil jetzt auch gesperrt. Also haben wir nur noch mehr Mama Doritas Haus und das. Kann ich jetzt hier aber das mitnehmen? Vielleicht wieder das? Außerdem. Okay, das können wir nicht machen. Es wäre besser, Oscar. Oh, Oscar, dürfen wir rein? Oscar. Was? Was? Ich muss mit Mama Dorita sprechen. Ich muss mit Mama Dorita sprechen. Gut. Komm rein. Hallo Mama Dorita. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte, Brian. Was brauchst du von Mama Dorita? Eigentlich gerade gar nichts. Wie kam es dazu, dass Oscar für dich arbeitet? Über Oscars früheres Leben darf ich dir nichts erzählen. Es geht nur ihn etwas an. Und nur er darf dir, wenn er es möchte, davon erzählen. Ich kann dir nur so viel sagen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein Mann ohne Lebensziel. Er wusste nichts mit seinem Leben anzufangen. Ich tat, was ich konnte, um ihm zu helfen, weil ich die Reinheit der Seele dieses Riesen erkannte. Deswegen ist er sehr dankbar und besteht nun darauf, bei mir zu bleiben. Ich habe ihm wiederholt gesagt, dass er mich vergessen soll und sein Leben weiterführen muss. Aber er meint, seine Lebensaufgabe sei jetzt bei mir zu bleiben und mir zu dienen, so gut er kann. Okay. China möchte ich jetzt nicht. Ich möchte mich eigentlich hier ein bisschen umsehen, aber das kann ich wahrscheinlich nicht. Aber es nehme ich jetzt gerade mal Wunder. Oscar. Ja? Ja? Was? Was hast du gemacht, bevor du bei Mama Dorita gearbeitet hast? Ich mag mich nicht an meinem... Das hast du schon? Zum Glück trat Mama in meinem... Das ist auch schon okay. Auch nichts. Okay. Dann ist hier also auch nichts. Brunnen, haben wir auch schon gesehen. Den Kopf hier können wir nicht nehmen. Ich probiere nochmals mit ihm zu reden. Vielleicht gibt er uns ja trotzdem was. Hallo Rutger. Hey, wie geht es dir? Treibhaus. Könntest du mir klären? Okay. Wir sprachen vorher über etwas, das mich in Trance versetzen kann. Weißt du noch? Ja. Weißt du etwas, das du als Gegenleistung haben möchtest? Nein. Mir fällt nichts ein. Überleg du dir etwas, das mir gefallen könnte. Ich okay. Vielleicht ein paar Autoschlüssel. Das bringt nichts. Okay. Ein Bücherausweis? Das hätte wenig Sinn. Warum? Das bringt nichts. Das halte ich für kein... Oh, vielleicht der Plan. Der könnte Papier brauchen, um Paper zu drehen. Das hätte wenig Sinn. Das wäre... Warum? Also das hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass wir da gehen. Das ist doch eine Pfeife. Ja, ich glaube, das kann etwas bewirken. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Hallo Rutger. Hey, Mann, wie geht es dir? Ich habe da etwas, das dich interessieren könnte. Lass sehen.
Kumpel, das ist eine Hopi-Axtpfeife. Wahnsinn! Ich freue mich, dass sie dir gefällt. Ist das ein Deal? Wie vereinbart? Du bekommst die Pfeife im Tausch dafür, dass du alles für mich vorbereitest. Abgemacht! Das ist echt Sahne, Kumpel. Komm schon, Baby, mach einen kleinen Zug. Nein, danke. Ich rauche nicht. Hör mal, wolltest du nicht etwas, das dich high macht? Ja, aber... Das wird dir dazu verhelfen. Und jetzt rauche! In Ordnung. Yeah, geiler Stoff! Ich bin nicht daran gewöhnt, also wird Einzug wohl ausreichen. Mir ist schwindelig. Ich muss jetzt sofort gehen. Ich glaube, dass ich schon bereit bin, als Medium zu dienen. Mal sehen. Zeig mir deine Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Nein, es ist schon besser, aber nicht gut genug. Ich sehe, dass du über eine höhere geistige Bereitschaft verfügst, um in Trance zu fallen und die nötige Bewusstseinsebene zu erreichen. Aber du bist noch nicht so weit. Das haben wir schon gehabt. Weg damit. Dann gehen wir also nochmals zurück zu... zum Rastafari King. Und fragen, ob er was Stärkeres hätte. Zack. Hallo, Rutger. Hallo, Rutger. Hey, Mann, wie geht es dir? Nicht das. Das Treibhaus. Hat leider nicht gewirkt. Was du in die Pfeife getan hast, hat leider nicht gewirkt. Ich brauche etwas Stärkeres. Stärker? Wie? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, was du brauchst. Yo, Mann, ich habe gerade neulich einige Rezepte von indianischen Schamanen studiert. Ey, es gibt ein bestimmtes Rezept, das die Hopi-Schamanen zubereiten. Hast du schon mal von den Hopi-Indianern gehört? Ja, ich habe davon etwas gehört. Laut dem, was ich gehört habe, schufen die Hopi-Schamanen ein Gebräu, das einer richtigen Bombe glich. Ey, mit dem Schamanengebräu halfen die Hopi, ihrem Geist den Körper zu verlassen. Auf diese Weise konnten sie dem großen Geist Kichimani 2 nahe kommen. Genau das brauche ich. Kannst du es für mich zubereiten? Ich fürchte, nein. Ey Mann, ich habe alle nötigen Zutaten, außer einer der allerwichtigsten. Oh Gott, was kommt jetzt? Der Javaske. Der was? Javaske? Eine Erbsenart. Sie reift in der Fruchthülse einer Pflanze aus diesem Gebiet. Weißt du, das Problem ist, dass ich sie bis jetzt nicht gefunden habe. Obwohl ich die letzten Wochen fast die ganze Region abgesucht habe. Es scheint, dass diese einzigartige Pflanze nur auf dem heiligen Hopi-Land wächst. Ich verstehe. Weißt du, wie die Javaskel aussieht? Oh, ich habe einige Bilder gesehen, hey. Die Javaskel-Früchte sehen aus wie narbige, dunkelrote Erbsen. Ja, ich habe das Thema eingehend studiert. Und obwohl ich die Erbsen nie in Natura gesehen habe, bin ich mir sicher, dass ich sie identifizieren kann, sobald ich sie vor Augen habe. Aha. Sehr interessant, Rutger. Ich muss jetzt aber gehen. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Einverstanden, Bruder. Wir haben doch so Hülsenfrüchte. An dem Strauch doch da. Noch habe ich den Zweig, den ich vor dem Hopi-Heiligtum abgebrochen habe. Und wenn ich ihn mir so anschaue, hängen da noch einige Schoten dran. Ja, das nenne ich Glück. Ich wette, dass die Pflanze, von der ich den Zweig abbrach, genau die ist, von der Rutger gesprochen hat. Ich werde die Schoten vom Zweig abbrechen. Fertig. Jetzt muss ich sie öffnen und sehen, ob wir im Inneren die berühmten Erbsen finden. Sie sind unglaublich hart. Es ist unmöglich, sie mit bloßen Händen zu öffnen. Ich muss etwas finden, womit ich sie öffnen kann. Okay. Haben wir noch eine Axt irgendwo gesehen? Bei Mama do Dingsbums da? Mama Doritas.
war eine Axt. Aber mit der können wir... Dort ist außerdem... Ah ja, da können wir nicht mehr hin. Es wäre... Ah, das ist unnötig. Oscar, was? Ah, ich würde gerne meine Freunde... Komm heran. Hallo Gina. Hallo Gina. Brian. Hast du schon mit Mama Dorita über dein Vorhaben gesprochen? Ja, sie wird uns helfen. Ja. Ich muss nur ein Medium... Das haben wir getan. Ich rede jetzt mit Mama. Ist gut, bitte komm. Bleib. Bis dann. Also ich kann hier nichts nehmen, obwohl hier, ich möchte kurz die Axt hier, die habe ich gedacht. Die am Boden. Wie kam es dazu, dass... das war diese nicht... Ich will nicht gehen mit... Ach, okay, dann gehen wir wieder hoch zu nicht Rutger, zu Dennis. Der hat bestimmt irgendwie ein Messer oder etwas. Das bringt nicht. Hey, Saturn. Was? Wo ist? Ich brauche deine Hilfe. Den Helm steigt das bis jetzt nichts. Okay. Da ist ein Feuerplatz. Wahrscheinlich hat sich der Zehnerschlüssel dort befunden. Oh, der ist natürlich jetzt nicht mehr da. Ich weiß nicht, welche diese war. Eine Schere oder irgendetwas in der Art. Da ist auch nichts. Okay, und wenn ich hier rausgehe, auch nichts. Wie könnte ich das jetzt am besten öffnen? Vielleicht den ihm die einfach so geben? Das hätte wenig Sinn. Oder vielleicht mit Schlüssel? Das bringt nichts. Das halte. Das bringt. So. Was soll ich denn da? Das. So. 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 Nichts geht. Warum haben wir die? Doch, er hätte doch jetzt eine Axt hier. Hallo Rut. Hey, wie? Hey, geht es dir, Mann? Okay. Ich muss weiter. Bis bald. Ach, statt ihn einfach zu fragen, ob er kurz die Axt ausleihen könnte, um das zu geben. Nein. Zurück im Hotel. Gibt es? Eine Klingel? Ja. Nicht deine Klingel. Schnürhaken, könnt ihr das nehmen? Noch gedacht, dass ich irgendetwas finden müsste. Ja, vielleicht kann ich ihn zu irgendwas gebrauchen. Oh, und die Kreide sieht auch verdächtig aus. Er ist im Feuer etwas schwarz geworden. Scheint. Nee, kann man nicht. Okay, aber... Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Vielleicht, wenn ich sie erwärme? Das bringt nichts. Vielleicht, wenn ich das hier erwärme? Wozu? Keine Ahnung. Ich teste einfach gerade, in der Hoffnung, dass etwas funktioniert. Ich glaube, das bringt... Warum funktioniert das? Das bringt nichts. Den Bergwerksplan. Warum haben wir den überhaupt noch? Brauchen können wir den ja nicht. Davon. Das hätte... Das bringt... Okay, habe ich hier sonst noch irgendwie etwas vergessen? Ich frage mich, warum Sushi... Ah ja, genau. Warum brennt das? Das heißt, wir können das rausnehmen. Wozu? Vielleicht, weil da etwas drin ist. Aber ich kann damit nichts machen. Vielleicht können wir sie ja fragen, warum der Kamin brennt. Ich glaube, sie ist Aha, sie ist etwas jünger als du. Perfekt. Sushi. Du störst nicht. Du störst. Ah, wie bist du ein Hacker geworden? Wie ist ein Hacker aus dir geworden? Naja, es ist eine Frage der Herausforderung, verstehst du? Ich habe nie etwas getan, was anderen auf irgendeine Weise schaden könnte, wie Viren verbreiten oder so. Aber wenn man vor der Herausforderung steht, ein angeblich unbezwingbares System zu knacken, das ist einfach unwiderstehlich. Dann musst du beweisen, dass du es schaffst. Selbst wenn die Leute, die das System gebaut haben, sehr gut waren, bist du doch noch besser. Okay. Gut so. Einfach. Das heißt, ich werde gerade wieder ein bisschen offscreen weiter probieren und melde mich dann gleich wieder zurück. Ah, wunderschöne guten Abend und recht herzlich willkommen zurück, nachdem ich ein bisschen weitergesucht habe. Und ich wurde tatsächlich fündig, weil wir haben hier nicht nur das hier und die Bank. Wir haben hier auch noch etwas anderes gehabt.
nämlich die Ärztetasche.